Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Professor Brunkhorst aus dem Klinikum Siloa, aus dem Klinikum Region Hannover. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Sendung Fieberkurve, Chefärzte im Gespräch. Ich habe heute sehr interessante Gesprächspartner vom Ethikkomitee der Region Hannover, des Klinikums Region Hannover. Und zwar möchte ich Sie bekannt machen und möchte diskutieren mit Frau Schulze. Sie ist die Seelsorgerin, die katholische Seelsorgerin im Klinikum Siloa und eben Angehörige, und ich glaube, es ist richtig, wenn ich sage Vorsitzende des Ethikkomitees, und zweitens dann mit Herrn Schütze. Er ist Pflegepädagoge und Pflegewissenschaftler, und die beiden können kurz Hallo sagen. Ja, hallo, Chor, guten bitte. Abend, Susanne Schulze. Und Lutz Schütze. Gut, gleich geht's weiter. Was macht eine Ethikkommission? Was macht ein Ethikkomitee im Klinikum? Das werden wir gleich nach der Musik diskutieren. Bis gleich, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Echte Vielfalt. Radio Leineherz 106.5. Radio Leineherz 106.5, die Sendung Fieberkurve. Chefärzte im Gespräch. Mein Name ist Professor Brunkhorst und ich darf Ihnen vorstellen, zwei Mitglieder des Ethikkomitees des Klinikums Region Hannover. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, Frau Schulze, Herr Schütze, bitte. Was machen Sie und was bringt Sie in diese Ethik, in dieses Ethikkomitee? Ja, Susanne Schulze, Pastoralreferentin der Katholischen Kirche und Seelsorgerin am Klinikum Nordstadt. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube 2008, eine Fortbildung gemeinsam mit meiner evangelischen Kollegin damals angeboten zu Fragestellungen, ethische Fragestellungen im Stationsalltag. Und aus dieser Fortbildung heraus ist nach vielen Wegen ein Ethikkomitee entstanden, von unten heraus. Und Gott sei Dank bin ich nicht nur alleine in diesem Ethikkomitee, sondern mit mir streiten und arbeiten da 12 andere. Unter anderem mein Stellvertreter Lutz Schütze. Ja, mein Name ist Lutz Schütze, ich bin Pflegepädagoge und Pflegewissenschaftler und ich habe viele Jahre im Bereich der Intensivversorgung gearbeitet. Musste da doch feststellen, dass ich immer wieder mit Fragen konfrontiert worden bin, auf die man mir nicht so wirklich Antworten geben konnte. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und versucht, Antworten im Bereich der Ethik dazu zu finden. Ja, vielen Dank, dass Sie sich vorgestellt haben. Ich bin sehr gespannt, wie unser nicht Zwiegespräch, sondern Trigespräch verläuft. Ich kann nur von meiner Seite, ich bin ja nun seit über 30 Jahren Mediziner in verschiedenen Kliniken, sagen, dass das Thema Ethik mich jetzt ganz persönlich enorm interessiert. Welche Rolle und welche Bedeutung ein Ethikkomitee hat, das werden wir gleich versuchen rauszuarbeiten. Wir haben auf jeden Fall eine Menge ethische Problemstellungen in jedem Krankenhaus, eigentlich auch in jeder Praxis, in jedem Verhältnis zwischen Arzt und Patient, bei jedem erkrankten Patienten, bei jedem erkrankten Menschen, wie besser gesagt. Und gleich werden wir darüber sprechen. Was für Aufgaben hat ein Ethikkomitee? Bis gleich nach der Musik. Alle Infos aus unserer Region Hannover, die ihr braucht, und die Musik, die euch begleitet. Radio Leineherz 106.5. Radio Leineherz, Chefärzte im Gespräch, die Sendung Fieberkurve. Mein Name ist Professor Brunkhorst aus dem Klinikum Siloa und Nordstadt und wir unterhalten uns jetzt gerade mit Frau Schulze und Herrn Schütze über ethische Problemstellungen in den Kliniken im Krankenhaus. Und wir arbeiten jetzt mal so ein bisschen Punkt für Punkt das ab, was Sie eben schon angesprochen haben, welches die Aufgaben sind. Sind es eigentlich nur Aufgaben, die sich am Ende des Lebens deutlich werden? Also ist es wirklich immer, es ist natürlich meistens, aber ist es immer die Frage, wie entscheide ich? Sollen wir weitermachen mit der Therapie? Oder ist es vielleicht eher im Sinn des Patienten, nicht alle Möglichkeiten der modernen Medizin zu nutzen? Also gibt es auch davor schon Fragestellungen? Vielleicht fangen wir damit mal an. Häufig wird ja gesagt, dass die großen Entscheidungen im Leben am Lebensanfang anstehen können oder zum Lebensende. Aus meiner Sicht ist aber gerade die Zeit dazwischen die deutlich längere Zeit. Und in genau dieser Zeit verbringen ja unsere Patienten und Patientinnen auch ihre Lebenszeit in unserem System, also im Gesundheitswesen, in unseren Krankenhäusern.
Es kann also durchaus auch zu Entscheidungen kommen, die den Bereich der Ernährung, der Selbstständigkeit oder gegebenenfalls auch zu Entscheidungen kommen, die sich gegen die persönliche Freiheit richten. Also ich würde schon sagen, muss nicht das Lebensende immer sein. Es ist, ich würde mal wirklich das so formulieren, Gott sei Dank, das ist dann Stichwort für Sie, Frau Schulz, Gott sei Dank nicht so, dass wir Ärzte vorhersagen können, wann das Lebensende wirklich erreicht ist. Wir wissen es nicht und deswegen sind die Entscheidungen manchmal auch so schwierig. Es ist aber doch meistens, fast immer, wird es, solange die Menschen selber entscheiden können, ist es eigentlich klar. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dann muss jeder für sich entscheiden dürfen. Es ist auf jeden Fall dann viel einfacher. Ja, ja, ist einfacher und das ist auch im Sinne von uns allen, glaube ich, dass jedes Individuum, jeder Mensch für sich entscheiden muss. Aber wenn man eben unsicher ist in der Entscheidung, ob der Mensch selber entscheiden kann, ob der Patient selber genau weiß, was er eigentlich, was gut für ihn ist. Genau, und das betrifft ja einerseits die somatischen Kliniken, aber wir sind ja als klinisches Ethikkomitee. Somatisch heißt also, wenn körperliche Erkrankungen vorliegen. Wir sind ja als klinisches Ethikkomitee für 12 Standorte zuständig. Das Klinikum Region Hannover, ja. Ja, besteht ja aus 12 Standorten und zu den 12 Standorten zählen eben 2 Psychiatrien. Und da stellen sich nochmal ganz andere Fragen in den Psychiatrien. Zum Beispiel, inwieweit die Menschen wirklich für sich selber entscheiden können, inwieweit sie wirklich einwilligungsfähig sind. Ja, Sie haben sicher recht, aber wann beginnt die psychische Erkrankung oder wann ist ein Mensch nicht mehr Herr seiner Sinne und voll orientiert? Mit dieser Frage sind wir ja eigentlich ständig oder ganz oft beschäftigt, eigentlich jeden Tag beschäftigt. Und dabei ist es, glaube ich, sehr gut, wenn Sie gerade jüngeren Ärzten zur Seite stehen. Also oder in besonders schwierigen Situationen zur Seite stehen. Der Patient ist nicht mehr zu befragen und Angehörige sind nicht vorhanden. Und es gibt einen professionellen Betreuer, der auch nicht so richtig zur Verfügung steht. Und die Ärzte wissen de facto nicht mehr so richtig, wie es weitergeht. Wollen gar nicht die Entscheidung abgenommen bekommen, aber die wollen einfach darüber sprechen. Und das ist, glaube ich, ihre Lücke. Es ist meistens eine Entscheidung, wo es um Leben und Tod geht, das muss man sagen. Gut, nach der Musik werden wir das weiter vertiefen. Dankeschön. Die Region Hannover hört Radio Leineherz 106.5. Sie hören die Sendung Fieberkurve, Chefarzt im Gespräch. Mein Name ist Professor Brunkos aus dem Klinikum Siloa, aber auch aus dem Klinikum Nordstadt. Und ich habe heute zwei sehr interessante Gäste und wir diskutieren ein sehr interessantes Thema. Welche Aufgaben hat ein Ethikkomitee im Rahmen der klinischen Arbeit, im Rahmen der Krankenhausarbeit? Bitte, Herr Schütze, Frau Schulze, was würden Sie als die wichtigsten Aufgaben eines Ethikkomitees sehen? Was haben Sie bearbeitet in den letzten 12 Monaten? Also ich würde vielleicht ein bisschen ausholen und erstmal überlegen, warum eigentlich Ethik seinen Platz finden muss im klinischen Alltag auch. Wir sind doch immer mehr damit konfrontiert, dass wir es mit einem Fortschritt im Bereich der Medizin und der Pflege auch zu tun haben und dass das zum Teil doch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit bei den Menschen im Gesundheitswesen führt auch. Hinzu kommt auch, dass wir eine deutliche Betonung der Selbstbestimmung von Patienten und Patientinnen erleben. Das erleben wir auch in Gesetzgebungen, aber mit dieser Selbstbestimmung sind wir auch konfrontiert im klinischen Alltag. Und wir können auch nicht auf einen gemeinsamen moralischen Fundus zurückgreifen, gerade wenn es um Entscheidungen geht, zum Beispiel am Lebensende. Ja, jetzt Frau Schulz, bitte. Ja, Entscheidungen besonders am Lebensende. Wir bieten ja sowas wie ethische Fallbesprechungen an und werden da unterschiedlich von Pflegepersonal, von Ärzten, von Angehörigen zu Rate gezogen, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu hinterfragen oder mit mehreren aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Natürlich kommen zu einer Entscheidung immer zwei Säulen zusammen, nämlich die medizinische Indikation und ganz wichtig der Patientenwille. Und gut ist es, wenn jeder Patient, jede Patientin eine Patientenverfügung hat. Aber was passiert, wenn die eben nicht vorliegt und der Patient
nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr nach seinem Willen, nach ihrem Willen gefragt werden kann. Dann geht es darum, den mutmaßlichen Willen zu eruieren, Hausärzte zu befragen, Doppelkopfbrüder zu befragen und ähnliche, um möglichst rauszukriegen, dass wir wirklich im Sinne des Patienten oder der Patientin handeln. Ja, ich glaube, das war eine sehr schöne, beide zusammen haben das Aufgabengebiet sehr schön dargestellt. Ich möchte es noch ein bisschen ergänzen. Ich glaube, die Aufgaben eines Ethikkomitees sind besonders wichtig geworden in Zeiten der Dominanz der Wirtschaftlichkeit, in den Zeiten, in denen es eben auch immer wieder ums Geld geht. Das ist tatsächlich der Fall und darüber sollten wir sprechen. Und ich finde auch toll, das will ich nochmal wiederholen, was Sie gesagt haben, Herr Schütze, dass die moralische Grundlage, das ist vielleicht sehr allgemein gesagt, aber doch ein bisschen abhandengekommen ist. Das war früher zum Teil einfacher. Okay, nach der Pause werden wir nachher nochmal auch über die Patientenverfügung sprechen. Aber wir haben noch ein paar Punkte vor der Pause zu besprechen. Zunächst einmal mal Musik, bitte. Das war der Radio Leineherz 106.5 Podcast. Für weitere Beiträge klickt leineherz.de.